Wie gesagt, ich bleibe dabei. Vom Schwierigkeitsgrad her ist das ja alles in Ordnung, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt anziehen soll. Ich meine, das ist das Ende des gesamten Assassin's Creed 3 Gesamtpakets. Ausgenommen ist natürlich Liberation, also da sehe ich das auch wirklich ein, dass es schwierig sein soll, dass das auch für Spieler anspruchsvoll sein soll, die auch wirklich jetzt erfahren sind, weil die jetzt auch einige Stunden, sehr viele Stunden in das Spiel hineingesteckt haben. Oder wie in meinem Fall jetzt fast 200 Parts ins Let's Play. Das ist ein bisschen zu lang war, darüber kann man, das ist gar keine Frage. Aber. So, Bärenkraft. Die blaue kam den Zivilisten getötet. Na gut, dann kann man nichts machen, wenn die ihn getötet haben. Ich muss sagen, ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit zu kämpfen, weil es ist so repetitiv irgendwann. Es spiegelt einfach nicht mehr den Sinn von Assassin's Creed irgendwie wieder. Ich meine, man konnte mich ja von Anfang an schon seit Assassin's Creed 1 dafür kritisieren, dass ich jetzt nicht unbedingt das Freerunning beherrsche. Aber dass ich jetzt nicht immer unbedingt diese Schleich. Guck mal bitte auf die KI, wie viele Gegner das sind. Es ist so lächerlich. Da ich jetzt nicht immer diese Schleichmechaniken angewandt habe, das ist so, das sehe ich auch ein. Dass ich zwar versuche, ich war stets bemüht, aber im Endeffekt lief es dann meistens auf den Kampf hinaus. Und dann kam mir natürlich auch als Spieler jetzt zugute, also als normaler Spieler, der hunderte verschiedene Spiele spielt, sich jetzt nicht nur auf ein Franchise irgendwie fokussiert. Ja, der davon auch profitiert hat, dass das Spiel an sich auch von der Kampfmechanik her relativ leicht ist. Aber es ging halt hauptsächlich um die Schleich. Leck mich doch an den Eiern hier langsam, echt. Na gut, die haben mich mit GPS-Sender versehen. Und dadurch wissen die jetzt genau, wo ich mich hinbegebe. Wie gesagt, es sind Elite-Wachen, die haben dann wahrscheinlich sowas wie GPS-Sender oder. Hast nicht gesehen? Na, vielleicht haben sie auch irgendwie eine Infrarotsicht, kann auch sein. Und immer. Ja, gut, ich brauche keinen Kreis. Ich drücke keinen Kreis mehr. Komm, ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich drücke einfach keinen Kreis mehr. Es bringt eh nichts. Es ist einfach nur schlecht. Überall Gegner. Überall. Wartet mal, ich nehme mal den Adlerflug. Ah, ne, ich habe zu wenig Energie. Ne, doch, einmal kann ich ihn nehmen. Krass. So, Konvoi habe ich fertig. So, das ist eine weitere Truhe mit 800 Gegnern. Ich kann mich auch nirgendwo verstecken, ne? Was ich sagen wollte. Schleichmechaniken, okay, ob ich sie jetzt anwende oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Das hier hat nichts mit Schleichen zu tun. Gar nichts mehr. Also das ist einfach wirklich nur pures Gemetzel jetzt. Man hat die Tierfähigkeiten als Unterstützung, definitiv. Nur, wie gesagt, man hätte das anders lösen müssen, finde ich persönlich jetzt. Wie langsam sich Energie regeneriert. Ich weiß, man soll normalerweise in Heuballen sich verstecken, da wird die schnell regeneriert. Ja, okay. Aber trotzdem, Leute, das ist auch ein Witz. Oder die hätten, was wir hätten machen können, wie in Teil 2 war das auf jeden Fall, ich weiß, ob es später auch noch so war, man hatte Heiltränke. Das wäre auch eine Idee gewesen, dass man sagt, okay, man ist jetzt in einem Kampf gegen 400 Gegner. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Nein, ich wollte die Bärenkraft nehmen. Okay, das sind normale Gegner. Oh, es sind nur normale Gegner. Krass. So, du hast einfach nur Hunger, oder was? Ah, ich muss erst anonym werden, klar. Da ist weit und breit kein Gegner. Ah, da kommen welche, ja. GPS hat angeschlagen.
Okay. Also muss ich erstmal eine geeignete Truhe finden, weil die Truhen, die ich bisher verwendet habe, da war kein Fleisch drin, okay. Jetzt ist das oben das Ding oder was? Ne, ich habe ehrlich gesagt Zweifel, dass es oben ist. Problem ist, ich kann es in der Karte auch nicht oder auf der Karte jetzt auch nicht auswählen, weil dann verschwindet die Markierung sofort wieder. Ich denke mal, das ist oben. Ja, sehr gut. Okay, krass. Das ist eine der krasseren Erinnerungen jetzt auf jeden Fall. Der Connor sieht, wie der Desmond stirbt. Was? Also mehr kann ich für einen Todsprung nicht... Gut, ich habe es nicht drauf geachtet, bin ich ehrlich. Ich habe mich drauf geachtet, ob da unten Heuballen ist. Aber ich war auf diesem Absprungpunkt, der typisch ist für Todessprünge. Und ja, keine Ahnung. Okay, gut. Wie viele? Die werden alle nicht angezeigt. Die wurden, guckt euch das mal an, die wurden alle nicht auf der Karte angezeigt. Da wurden, glaube ich, nur 4 Stück angezeigt. Das waren die, die direkt vor der Truhe standen. Die wurden alle nicht angezeigt einfach. Das braucht dann eine halbe Stunde einfach, um den Typ zu töten. Das ist so geil alles. Ja, ich wollte genau den angreifen. Ganz genau. Das ergibt auch Sinn. Oh, ich muss mich ganz so zusammenreißen, Leute, dass ich nicht hier komplett irgendwie in Rage-Modus verfalle. Ich will ich auch gar nicht. Ich will eigentlich ganz gemütlich das jetzt hier, ja, zu Ende bringen, die ganze Geschichte. Ich hab gedacht, gut, ich nehme jetzt mal so 3 Stündchen mit Zeit. Mach das mal eben hier. Hab mich schon auf die Bärenkraft gefreut. Ich find's ja, wie gesagt, auch gut, dass man die nicht zu oft anwenden kann. Das ergibt schon Sinn. Weil sonst ist es eh alles, ja, weiß nicht. Aber... ja, ich hätte es halt mal anders lösen müssen. Oder man hätte irgendwie, keine Ahnung, 3 verschiedene Balken oder was weiß ich. Aber es läuft alles über einen Balken. Und wenn du die Bärenkraft auslöst, da hast du nicht mehr so viel Möglichkeiten. Die anderen Aros Fleisch, sehr gut. 2 Stück. 2 Einheiten. So, dann bringe ich dem schon mal eine. Und dann muss ich noch mehr Truhen sowieso öffnen, um noch Fleisch zu sammeln. Zuck doch nochmal linkes Auge. Vielleicht kommen ja auch die Tränen, das kann auch sein. So langsam. Weil ich so traurig bin, dass dieses Let's Play bald endet. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich bin auch gar nicht... Weil ich hatte es ja schon einige Mal auch bei den Vorgängern gehabt, dass ich wirklich froh war am Ende und durchgepustet habe, als ein Let's Play wirklich beendet war. Ihr vielleicht auch, weiß nicht, kann durchaus sein. Aber das habe ich jetzt gar nicht in der Form. Also ich muss sagen, ich habe mich zwar jetzt in dem Teil wieder auch oft aufgeregt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft im Vergleich zu den anderen, wie zu den Vorgängern, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber es war schon häufiger, als ich ursprünglich dachte. Lag ja auch an den ganzen Bugs und vielen komischen Spielmechaniken. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, also... Es macht an sich ja immer noch Spaß. Ich, wie gesagt, ein paar Sachen, die stören mich halt so ein bisschen jetzt. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Die finde ich auch schade. Aber, ja, an sich... Ja, also... Ich denke mal, es ist eine gute Zeit fürs Ende, weil...
Ja, ich bin jetzt nicht frustriert oder genervt oder so. Also, ist okay. Also. Okay, ich wurde von dem Tor gesehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Tore, die haben auch gute Augen. Ich bin sogar wieder einfach so drei gleichzeitig angreifen. Wobei, gut, ich könnte ja auch mit L2 die anvisieren. Das habe ich aber eigentlich sehr selten bisher gemacht. Außer wenn es wirklich vonnöten war. Ah, so ein Typ. So, einmal gegen den Baum gepfeffert. Und wir haben Zivilisten gegen die Wachen verteidigt. Also zwei Nebenmissionen haben wir bereits. Hungern Zivilisten. Ich glaube, ich habe jetzt kein Fleisch mehr im Inventar. Gut, der Hungern ist eh daneben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich Fleisch sein wird. Weil hier sind ja, glaube ich, Upgrades und so Sachen, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da auch nie drauf geachtet jetzt, was in welcher Truhe drin ist. Das hat mir zwar... Gut, ich verliere darüber keine Worte mehr jetzt. Also ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Ihr seht es, denke ich, ähnlich. Meine Fresse. Und da habe ich auch den Eindruck manchmal, als ob das hier diesen DLC... Ah, das ist die Bombe. Bombe, Bombe, weg, 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 weg. Diesen DLC irgendwie ein anderes Stuhl. Also wie gesagt, entweder ist es ein Bug. Oder wenn es vom Spiel gewollt ist, also von den Entwicklern vielmehr, dann habe ich den Eindruck, es hätte einfach auf einmal ein anderes Entwicklerstudio entwickelt, diesen DLC. Weil... Sonst war es ja immer sehr wichtig eigentlich, dass man wusste, als Assassine, mit also Hauptaugenmerk aufs Schleichen, dass man wusste, wo welche und wie viele Gegner sich da befinden. Aber es ist ja, wenn du auf der Karte nicht siehst, die Gegner, dann ist es halt schwierig. Also, da kann man nicht wirklich strategisch vorgehen. Oder man müsste es halt so machen wie bei Far Cry. Soll ich, wie ich jetzt auf Far Cry komme? Keine Ahnung. Dass man die als Auskundschaft die Gegend, aber das ist ja hier nicht möglich. Also nicht von der Kameraperspektive und so. Und der Vielzahl der Gegner vor allem. Gut. Washingtons Schlachtschwert. Nachbildung. Habe ich das jetzt direkt im Moment? Ja, habe ich. Gut. Habe ich die Frage beantwortet, ohne sie überhaupt gestellt zu haben. Na gut, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Trost. Konvoi ist ja fertig. Ich will mal ganz kurz nach meinem Fortschritt gucken, weil wir sind eigentlich schon relativ gut dabei, finde ich. Ja, es sind nur noch die Zivilisten von den Barockwachen retten und vier hungernde Leute, für die wir noch ein bisschen Fleisch brauchen. Wie wir saumäßig Bock auf Last of Us. Oh oh. Was ich hier krass finde, ist einfach, wie viele Konvois sich jetzt hier befinden, ne? Boah. Ich hätte gleich fast wieder geschnauft. Habe ich denn... Habe ich Fleisch? Oh ja. Oh. Okay, da bin ich ja jetzt... Da habe ich auch komplett ausgesorgt mit. Da brauche ich mich darüber... Aber darum gar nicht mehr kümmern, Fleisch zu beschaffen. Krass. Oh,
Oh, da ist noch das nächste Artefakt. Das ist ja geil. Jetzt geht's ja richtig gut vorwärts hier. Habe ich meinem Ärger ein bisschen Luft gemacht. Und jetzt geht's hier wieder. Ja, im Endeffekt werde ich auch nicht mehr so viele Kämpfe jetzt haben. Potenziell. Krass. Ach, das war... Ja, genau. Der Connor, der gehängt werden sollte. So, wir haben auch zwei davon jetzt. Das würde bedeuten, denke ich, dass hauptsächlich hier unten in dem Bereich sich irgendwo das letzte Fragment befindet. Wir können aber theoretisch auch erst nochmal eine Hauptmission machen. Ja, das machen wir auch. Vielleicht kommen wir dann in die Nähe von dem Erinnerungsfragment. Kann ja durchaus sein.